Nur ein Katzensprung entfernt von der Elbe liegt die Agrargenossenschaft Elbeland-Schalippe inmitten der rechtselbischen Flussauen. Sie bewirtschaftet 1234 Hektar und hält 160 Milchkühe, 1260 Zuchtsauen und rund 500 Mastschweine. Produziert wird in Schalippe im Wochenrhythmus. Dazu stehen 5 Abteile zu je 54 Upcycle-Plätze zur Verfügung. 20 Reserveplätze bieten zusätzliche Sicherheit bei schwankenden Fruchtbarkeitsleistungen. Besonderer Wert wird in der Anlage auf Dokumentation gelegt. Steht der Betreuer vor einer Sau, kann er über die angehängten Sauenkarten und Tafeln jeden gewünschten Wert ablesen. Auch die Körpertemperatur der ersten 3 Tage, die Aufschluss über etwaige Puerperalstörungen gibt, wird dokumentiert. Im Deckstall praktiziert man die moderne intrauterine Besamung. Durch eine Unterflurabsaugung der Abluft, einen integrierten Wärmetauscher und eine Hochdruckbefeuchtungsanlage bietet man den Sauen in diesem entscheidenden Haltungsabschnitt allerlei Luxus. Die noch nicht sanierten Plätze im Wartestall werden momentan umgerüstet. Um den Anforderungen der Tierschutznutztierhaltungsverordnung, die eine Gruppenhaltung in diesem Abschnitt vorschreibt, Rechnung zu tragen, werden Kleingruppen mit Selbstfang-Fressliegebuchten eingerichtet. Auch die Gruppenhaltung mit Auslauf, bei der bisher eine Ad-Libitum-Fütterung am Automaten praktiziert wurde, wird aufgelöst. Da man mit dieser Fütterungsart die Kondition der Sauen nicht im Griff hatte, zog man daraus in Schalippe die Konsequenzen. Besonderes Augenmerk genießt bei Frank Schirmer und seinem Team der Schweinenachwuchs. Die größeren der abgesetzten Ferkel werden in Buchten zu 50 Tieren am computergesteuerten Rundfutterautomaten aufgezogen. Längere Ruhephasen sind dabei genauso möglich wie spielerische Aktivitäten. Damit auch die Ein- und Umstallung in den langen, schmalen Abteilen problemlos abläuft, haben die Schalipper sich ein spezielles Aufstellungssystem einfallen lassen. Durch eine feste Wand im letzten Buchtendrittel und eine besondere Anordnung der Türen gelingt es auch bei vollbesetztem Abteil, einzelne Tiere oder Gruppen mit geringem Arbeitsaufwand auszustallen. Ein Zonenheizungssystem, bei dem die Wärmezufuhr nur im Liegebereich über Aluminiumprofile, die gleichzeitig eine Abdeckung des Liegebereichs darstellen, zugeführt wird, ist beim zweiten Haltungssystem in der Ferkelaufzucht zu finden. Optimale Bedingungen finden die Ferkel auch im dritten System. Durch die Unterflurabsaugung der Abluft befinden sich deutlich weniger Schadgase wie Ammoniak in der Stallluft. Daneben wird die Luft über einen Luft-Luft-Wärmetauscher vorgewärmt und kommt auch im Winter mit einer angenehmen und gleichbleibenden Temperatur ins Abteil. Schon 6 Jahre tut dieser seine Dienste und das, so zeigen Messungen der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in Iden, ohne Abnutzungserscheinungen. Bei guter Pflege dürfte dies auch in Zukunft der Fall sein. In der Ferkelfütterung ist dank einer Chargenmischeranlage eine Multiphasenfütterung möglich. Dabei wird eine an das Gewicht der Tiere angepasste Ration gefüttert. Gesteuert durch einen Computer können in Schalippe 4 Zukaufsmischungen miteinander verschnitten werden.